Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Rise and Rise Replay of the Week Rising Legends und Rising Heroes. Ja, und diese Woche mit einem Mitglied, mit mir selber im Cromwell auf Airfield und wir gehen mal rein. Hallo und herzlich willkommen. Guck mal, was ich hier für eine Runde machen konnte. Es war natürlich wieder so ein typischer Sonntag, wo man denkt, da geht gar nichts, aber es kommt ein bisschen was kommt raus. Wie wir sehen hier schon mal Top-Tier, das ist immer was Gutes. Außer man will viel Schaden machen, dann klappt das meistens in den gleichen Tierstufen nicht. Sondern er wäre Siemer wahrscheinlich besser gewesen, mit mehr Schaden rauszugehen hier aus der Runde. Aber wenn man sich die beiden Teams mal anguckt, haben wir da 6-7-6er gegen 7-6er. Der Gegner hat dafür aber einen 6er Arti. Ja, das ist in Ordnung. Ich sehe jetzt hier bloß wieder zwei Artis, eine kleine Wespe und eine Hummel. Aber das ist auch in Ordnung. Und ja, hier kann man, gerade wenn der so eine Cromwell hochnaschen will, kann man nochmal einen Schuss geben. Muss natürlich aufpassen, wenn die Arti hier direkt eingeämt hat oder die TDs hinten, dass man da nicht bewirkt wird an der Stelle. Also an sich glücklich gewesen. Ich selber konnte ein bisschen Schaden machen. Und der Gegner konnte keinen. Jetzt habe ich hier gesehen, dass der M6 geschossen hatte. Hab gedacht, jetzt kannst du eigentlich am Turm nochmal eine mitgeben. Wenn dir der versucht hochzudrücken. Und das hat sogar geklappt. Ja, im Großen und Ganzen, man weiß immer, es könnte knapp werden. Weil wie wir sehen hier, 0-2 sieht jetzt auch nicht so gut aus. Ich habe drüben auch den Berg komplett... Ah, schön. Jetzt hier den Stuart hier bewirken, aber leider ist er dann außer Range. Ja, ich habe mich dafür entschieden, eher hier hochzufahren. Als typische Position zum Anfang. Und nicht rüber auf den Hügel. Oh ja, Stuart. Stuart, du bist ein Guter. Auch so ein kleiner Snappy. Wobei es ja eigentlich kein Snappy war, sondern es war halt über die kleine Turbine drüber geschossen. Damit war der Stuart raus. Wir sehen da drüben auch noch einen Hahn. 3601H. Warum der da drüben ist und nicht hier oben, das ist die große Frage. Das könnte er hier mit Druck aufbauen. Aber selbst unser fährt jetzt hier in der Mitte in eine Todeszone rein, wo man einfach nicht reinfährt. Wie wir sehen hier, die Cromwell ist auch schon sehr, sehr heiß darauf, den zu vernaschen. Aber jetzt da drüben der Focker. Und unser ist sogar unbeschadet darunter gekommen. Das darf eigentlich nicht sein an der Stelle. Und der gegnerische geht raus durch den dicken Max. Schöner Hit. Ich komme jetzt hier ein kleines bisschen in Bedrängnis und weiß ganz genau, hier ist ja der M6, der Cromwell und der KV1. Und wenn die alle jetzt hier rumpushen würden, dann hätte ich ein Problem. Stehe deswegen ein kleines bisschen weiter hinten, auch ein bisschen defensiver. Und jetzt sehen wir schon, der Erste, der hier pusht, der M6, wird auch gekettet von drüben. Und jetzt wusste ich natürlich, Kette ziehen ist jetzt Gold wert an der Stelle. Und damit geht auch jetzt hier der M6 raus. Der Cromwell selber hat nicht gepusht, das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass er mitdrückt. So wusste ich jetzt, okay, KV1, Cromwell wahrscheinlich dahinter. Aber ich sehe jetzt hier natürlich mal kurz snappen, kann man natürlich machen, ne? Um die Ecke fahren, kurz schießen, wieder hoch. Steht 6-5, es ist einigermaßen ausgeglichen. Wie wir sehen hier, ich habe auch viel APCR mit. Es liegt einfach daran, man hat immer Glück, dass man ins Achter kommt mit dem. Und dann mag ich es schon, wenn ich ein kleines bisschen mehr APCR mit habe. Natürlich in dem Game außer Frage, da braucht man bei keinem Panzer APCR. Oh ja, T67, komm vor. Ich will mein Knusper. Natürlich perfekte AP jetzt, um dann runterzufahren und den Kill hier abzustauben. 4 Kills auch schon auf der Uhr. Ich wusste jetzt hier hinten, meine beiden Artis brauchen ein bisschen Unterstützung gegen den Cromwell. Hab jetzt versucht, hier ein kleines bisschen rüber zu pushen oder natürlich von der anderen Cromwell zu fressen. War natürlich auch glücklich, dass ich hier keinen Hit bekomme. Und wollte jetzt hier eigentlich langsam hochfahren. Sehe aber, dass die Cromwell gar nicht zu mir guckt, sondern zu unseren Artis. Kann jetzt hier vorpushen an der Stelle. Leider habe ich hier nicht gesehen, dass die Grille Lowlife war und habe auch gar nicht darauf geachtet, dass die zu mir hingefahren ist. Und nehme jetzt leider hier meine eigene Grille raus und auch den gegnerischen Cromwell. Ich schreibe natürlich gleich wieder sorry, weil so war es natürlich nicht gewollt. Ich wollte ihn da unterstützen, habe aber leider nicht darauf geachtet, dass er da schon so Lowlife war. Oh ja, der E2 da oben, das wird nochmal eine richtige Herausforderung. Ich weiß jetzt hier, der KV1S steht jetzt hier erstmal und der Cromwell wird ihn wahrscheinlich nicht so schnell unterstützen können. Das heißt, hinter den Panzer und zirkeln.
War natürlich hier die große Hoffnung, dass der Cromwell nicht auf mich schießt und die beiden Artis natürlich auch nicht. Naja, Auto-Aim dankt wieder den einen oder anderen Hit. Muss man eigentlich vom Auto-Aim runtergehen, gerade wenn man an seiner Front ist, dass man da nicht bounced. Ich selber habe jetzt hier an was anderes gedacht, als vom Auto-Aim runterzugehen. Nämlich, was mache ich als nächsten Move? Also meine Gedanken waren eigentlich schon, was kann ich jetzt hier als nächstes machen? Wo fährt der E2 hin? Weil das wird noch die große Frage sein. Der Cromwell hält sich jetzt hier auch ein kleines bisschen bedeckt. Ich habe hier auch gut Support, wenn ich jetzt hier hinten noch stehe. Aal links von mir und die DDs im Rücken. Plus noch eine Arti. Also sieht eigentlich ganz gut aus. 10-9 ist jetzt auch nicht so verkehrt. 5 Kills auf der Uhr ist ganz in Ordnung. Und jetzt geht die Su 100 da hinten in Action-Mode. Und da habe ich mir natürlich gedacht, wenn sie jetzt da hochpusht, kann ich meinen T-67 eigentlich ganz gut unterstützen. Aber er drückt selber immer noch ein bisschen hoch. Und die Su 100 traut sich einfach nicht über den Hügel. Und bevor ich jetzt hier natürlich an der Stelle useless rumstehe, versuche ich natürlich meinem Aal noch zu unterstützen. Das Problem daran ist, ich weiß nicht, wo der E2 ist. Wenn der aufgeht an der Stelle, dann weiß ich natürlich, was ich machen kann. Aber solange der zu bleibt, full life, keine Chance. Kannst du nichts machen. Jetzt weiß ich, der E2 geht unten auf. Ich kenne natürlich das Spiel schon ein bisschen. Ist natürlich an der Stelle schade, weil ich die Moves immer schon weiß. Aber ich weiß, dass der E2 unten ist und möchte jetzt natürlich hier meinem Aal unterstützen. Sehe, dass der T67 von rechts kommt. Wie wir gleich sehen, wird er einen ganz anderen Move nehmen, nämlich in der Mitte hoch. Das hatte ich jetzt nicht gedacht, sondern ich habe gedacht, er geht jetzt hier in den Rücken rein. Und so hätten wir die Cromwell rausholen können und dem Aal noch unterstützen. Ich muss jetzt hier vorsichtig machen, damit ich nicht ins Offene... Und sehe dann, die Cromwell geht auf. Und ich will jetzt hier natürlich... Der Aal weiß ich, der wird so gut wie tot sein. Aber vielleicht kann ich den Cromwell an der Stelle noch rausnehmen, solange er abgelenkt ist. Mach jetzt hier den ersten Schuss, der geht leider daneben. Aber mit den anderen beiden bekomme ich ihn jetzt raus. Und jetzt war ich sehr, sehr dankbar, dass der Skoda T25 hier oben kam. Ich wusste Autoloader. Wenn ich Glück habe, kriege ich einen Hit vom E2 und sterbe nicht unbedingt. Und kann jetzt hier unterstützen. Und wie wir sehen, glücklicherweise schießt er natürlich daneben. Und ich wusste, dass der Skoda hier noch ein paar Schuss unterbringt. Und kann jetzt hier den E2 rausnehmen. Jetzt ist eigentlich das Spiel so gut wie gewonnen. Also für meine Verhältnisse. Klar, die Su 100 hinten noch. Habe ich mir gedacht, vielleicht habe ich sogar Glück. Der T67 nimmt sie raus. Dann sind es bloß noch zwei Artis. Aber auch selbst die Artis können einen so im Spiel auch nochmal versauen. Wie wir sehen, 7 Kills auf der Uhr. 2 sind noch drin. Also Radley Waters ist noch drin. Dafür brauche ich ja bloß einen Kill. Also eigentlich noch ganz, ganz smooth. Muss natürlich vorsichtig sein hier. Fahre jetzt hier den einen oder anderen natürlich die eine oder andere Gebäude an. Aber alles noch safe. Vorsichtig sein heißt die Devise. Und gehe jetzt hier auf der Stelle auf, was natürlich ärgerlich ist. Und glücklicherweise, die Runde war natürlich für mich, ne? Die Wespe verschießt. Hätte mich an der Stelle auf jeden Fall rausnehmen können. Und ich kann die Wespe hier rausnehmen und Radley Waters grüßt. Schönes Ding. Jetzt weiß ich natürlich, die Hummel wird sich hier einziehen. Also bleibe ich noch ein bisschen in der Deckung. Und fahre dann den sicheren Weg, wo ich nicht unbedingt Gebäude kaputt machen muss oder irgendwelche Wände, damit der Gegner nicht unbedingt sieht, wo ich bin. Wo ist die Hummel an der Stelle? Das ist die große Frage. Sehe jetzt, die Hummel sieht jetzt natürlich, dass ich hier cappe. Und da geht sie auf und ich habe jetzt gedacht natürlich, sie fährt auf mich zu. Macht sie aber gar nicht, sondern sie war AFK. Und das heißt für mich, deswegen habe ich wahrscheinlich an der Stelle auch überlebt, weil die Hummel nicht auf mich wirken konnte. So ein starker Panzer als 9er, wenn der natürlich raus ist. Sehr, sehr schade. Aber ich mache hier meinen 9. Kill. Und wir gehen mal in die Gefechtsauswertung und gucken uns das Ganze einfach mal an. Und da sehen wir gemeistert. Und jetzt die große Überraschung. Natürlich ist es eine Poolmedaille geworden. Nicht nur die Radley Waters, sondern die Poolmedaille. Aufgrund meines Kills von der Grille. Also 10 Kills sogar gemacht. Gemeistert, Meister Ass, die Poolmedaille, Großkaliber und die Top Gun. Und wir gehen mal in den Schadenspanel mal rein und sehen da 2624 Schaden, 9 Kills, natürlich Grille abgezogen, also 10 Kills gemacht, 1527 Base XP. Mit Abstand, wenn man sich das Team mal anguckt, wer ist das auch gewesen? Also wir hätten es eigentlich verloren, wenn ich so... sag mal, der eine oder andere Hit drin gewesen wäre und ich das Glück natürlich auf meiner Seite hatte. Das Glück war definitiv dabei. Und wir gehen mal in die detaillierten Infos
Und da sehen wir 31 Mal geschossen, 29 Mal getroffen, 25 Mal penetriert. Das ist ganz ordentlich. Natürlich den einen Kill gemacht. Nochmal Entschuldigung an der Stelle, Grille. Es tut mir natürlich immer dann leid um den Spieler. Aber im Gefecht passieren dann halt auch mal so eine Opfergaben. Kann man manchmal nichts machen. 43.000 plus gemacht. Wenig APCR geschossen. Musste ich ja zum Glück nicht. Sondern nur an der einen oder anderen Stelle musste ich es, glaube ich, jetzt zum Schluss. Ich habe jetzt nicht ganz so aufgepasst, leider. Ja, dann gibt es eigentlich nur noch zu sagen. Danke an Dübedetlef. Danke an die 10 Opfer. Hier die Musik zu sehen. Gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten schön, dass ihr dabei wart und euch das angeguckt habt. Und dann bis zur nächsten Woche, wenn es wieder heißt Replay of the Week mit Rising Legends und Rising Heroes. Macht's gut. Tschüssi.